dreckigen urbanen Gegend. Nichts gegen Essen, aber die Bilder sollen ja so ein bisschen so dieses Bild vermitteln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Todgehört TV. Ich bin der Adrian und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was uns heute erwartet, kann ich euch auch nicht so ganz genau sagen, denn wir machen eine Blind-Reaction. Ja, ich habe ein Video zugeschustert bekommen, ganz genau von My Dominion aus Essen, eine Death-Metal-Band, die es nun auch schon seit 18 Jahren scheinbar gibt, wenn man Metal-Archives glauben darf. Ich kann es euch mal zeigen hier. My Dominion, Germany, Essen, Nordrhein-Westfalia 2005, haben auch, ja, ein paar Sachen schon rausgebracht, zwei Demos, ein Album 2014 Consumed und It Follows 2019. Seitdem war es dann ein bisschen still nach der letzten Single. Jetzt gibt es eine neue Single, die wir uns gleich angucken. Und das Ganze kam, habe ich erfahren, über den Martin hier, Martin Retzke. Der gute Mann hat mir das Ganze hier nahegelegt. Ich habe ihn getroffen in Bochum auf dem Turok-Fest. Das ist ja genau direkt neben Essen dran, beziehungsweise das Turok Open Air war ja früher auch in Essen. Und er hatte ja auch damals was beigesteuert bei meiner 10 Jahre Tod gehört. Das Special, was wir damals gemacht haben vor ein paar Jahren. Und ja, ich habe mir gedacht so, kann doch ganz interessant werden, was er da zu bieten hat. Deswegen setzen wir auch ganz geschwind die Mickey-Mäuse auf. Ich habe bisher noch nichts von so einer Band gehört. Deswegen bin ich einfach mal gespannt, was die uns bieten. Der Name My Dominion klingt ja eigentlich schon mal ganz interessant, weil ja, bei dem Namen My Dominion denke ich sofort an Grave und ihren Song Soulless, wo es ja auch ein Refrain heißt. In My Dominion, I control the weak. Ja, mal gucken, ob das hier genauso vielversprechend ist wie die schwedische Ikone. So, machen wir mal das Ganze an. Schon mal schön hier, schon ein schön fetter, grubiger Beginn. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend und schön auch so ein bisschen hier mit Schrott und Müllplatz und ja, Müllhalde und auch so einem industriellen Umfeld. Das passt ja auch sehr gut zum Ruhrgebiet, wo sie herkommen. Schön röchelnde, sehr schön röchelnde Grunts, die wir jetzt geboten bekommen. Gefällt mir. Ist schon so ein bisschen, ja, also vielleicht so ein bisschen Grave mit drin, aber doch auch ganz wie so dieser Florida-Death, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eher so die Haupteinflussquelle, die sie hier genommen haben. So Obituary, ganz alte Six Feet Under, dort hörte ich hier auch sehr stark raus. Ich meine, mehr hätte man, glaube ich, gar nicht sagen müssen, dass sich die Band 2005 gegründet hat, weil der Stil hat doch schon sehr stark was, so dieses Entsättigte hier, so grün-blaustichige, dieses sehr sozialkritische, weißt du, mit Bildern außen, ja, aus einer dreckigen, urbanen Gegend. Nichts gegen Essen, aber die Bilder sollen ja so ein bisschen so dieses Bild vermitteln. Und halt auch so der Stil, ja, wie man sich gibt, wie man auch hier im Video auftritt. Das hat alles was von diesem mit 2000er Death Metal. Das ist mal schön, das mit der Frischen hat dem ganzen Oldschool Death Metal mal wieder so ein bisschen, ja, eine etwas andere Kante zu hören. Das ist zwar auch sehr stark Oldschool Death Metal, aber schon so diese Spielart, wie man sie eher in den 2000ern gespielt hat. Light the light, riot,
Oh, das geht schon, das geht gut ab. Ich meine, ist jetzt nicht das Komplexeste, ist nicht auch so sonderlich kompliziert. Aber für das, was es sein soll, ist es ganz gut. Also wenn man eigentlich etwas nur sucht, auch vielleicht kann ich mir Code Life gut vorstellen, wenn man etwas sucht, wo man einfach mal Birne aus und Nacken schütteln, ja, dann ist das perfekt. Es ist ja auch hier wieder typisch Gangshouts, perfekt für den Live-Part. Faust hochstrecken und mitgrölen. Freue mich, ist das, ich glaube, das ist Stock-Footage, oder? Das ist bestimmt Stock-Footage-Material. Die haben doch bestimmt keine Leute extra engagiert für das Videodreh. Ich wette, das ist Stock-Footage-Material. Aber ist ja nicht schlimm, kann man ja mal machen. Wir müssen auch gleich mal kurz darüber reden, was mir so ein bisschen auffällt. Wenn ich mir angucke, wie der Martin hier teilweise so steht. Also hier geht's, glaube ich, sogar gerade, wie er da stand. Also ja, das sah schon eher noch aus, weil teilweise sah es nicht so überzeugend aus, als würde er da in dem Video auch genau die Geräusche machen, die er da im Studio eingesungen hat. Dafür sah es dann zu locker aus. Das meine ich. Also wenn man jetzt mal hier guckt, ach, ich finde, ja, so ein bisschen weiter. Ich habe es zu viel zurückgemacht. Also das hier sieht gut aus. Das sieht richtig düster aus. Da glaube ich auch, dass das hat was Böses. Aber hier, da sieht er in dem Augenblick finde ich nicht so aus, als wenn er gerade growlen würde. Das hier sieht eher aus wie ja ein ganz normaler Tag im Park, ne? Aber er sieht jetzt nicht aus wie Death Metal Grunter, der gerade sich die Seele aus dem Leib singt. Aber gut, das ist jetzt wirklich suchen in den Krümeln. Ansonsten ist es ein sehr sehr schönes Video. Noch 10 Sekunden, mal sehen, ob noch was kommt. Wahrscheinlich nicht. Ja, doch, der Abbinder. Ja, wunderbar, wunderbar. Das waren, und jetzt kann ich auch die Mickey-Mäuse wieder abnehmen, das waren My Dominion mit ihrer neuen Single Riot. Ich verlinke euch auch in der Beschreibung das normale Video, dann könnt ihr es ohne meine Gefahr nochmal in Ruhe anschauen. Und das solltet ihr auch generell tun. Checkt die Band aus, My Dominion aus Essen. Vielen Dank für dieses tolle Video. Ja, Riot, schönes Video, gefällt mir sehr gut. Ist ja auch mal was anderes, ne? Das Production Value wirkt sehr, sehr hochwertig, auch selbst wenn das jetzt Stockmaterial sein sollte. Ich will das jetzt mal einfach nur unterstellen, ich weiß es nicht. Haben sie das sehr, sehr gut gemacht, fügt sich alles sehr, sehr gut ineinander. Es wirkt sehr, sehr wertig, das Ganze. Auch diese, ich glaube, es sind Drohnenaufnahmen oder so, die sie da gemacht haben von oben, von diesem Industriegebiet. Das sieht sehr geil aus. Und da sie aus einer sehr urbanen, sehr industriellen Gegend kommen, passt das natürlich wunderbar auch direkt zu dem, ja, zu den Persönlichkeiten hinter der Band. Ja, wie gesagt, ja, manchmal habe ich mir gedacht, so, jo, bei den Gesangsperformances, das klingt so böse und so fies. Drückt das auch noch ein bisschen mehr in dem Video aus, wirkt noch ein bisschen fieser, noch ein bisschen so, ein bisschen mehr wie Tardy. Noch ein bisschen mehr wie früher Barnes, bevor er irgendwie total kaputt gegangen ist.
Ja, aber das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Ansonsten wirklich ganz, ganz große Sache. Außerdem scheint das, was bei Metal Archive spielt, nicht mehr zu stimmen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er Bass gespielt hat. Er hat ja noch einen eigenen Bassisten. Also er konzentriert sich auf den Gesang, sagen wir mal so, was ja auch in Ordnung ist. Von daher, das sollte man auch immer ausnutzen. Wenn man wirklich kein Instrument als Frontmann in der Hand hat, dann sollte man das auch wirklich ausnutzen, da halt wirklich so, ja, den Song auch nochmal mit seiner ganzen Präsenz zu untermalen. Gut, aber wie gesagt, macht er ja im Grunde ganz gut. Hat mir echt gut gefallen. Ist halt dieser typische 2000er-Stil, ist jetzt nicht irgendwie die gnostische, okkulte Neuthesis des Anti-Cosmic Metal of Death oder so, keine Ahnung, wo das ja alles ein bisschen verkopfter wurde in den letzten 10 Jahren. Nee, finde ich gut, ist ein schöner, ordentlicher Batzen, den man sich gut mal zwischendurch anhören kann und ich denke mal auch live. Wie ich das immer so schön sage, wenn man so einen schönen Nackenbrecher hat, der ordentlich zum Headbang animiert, das ist ein perfekter Live-Song. Ich hoffe, ich sehe die Jungs auch mal irgendwann live, vielleicht im Ruhrgebiet, vielleicht kommen sie auch mal hier in die Ecke. Dann bringen wir mal ein Bierchen zusammen. So, das war's. Schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr von diesem Video gehalten habt. Und ja, liebe Grüße nach Essen an die Band. Habt ihr schön gemacht. Lasst noch ein Abo da, wenn ihr mir wohlgesonnen seid. Oder drückt auch mal, ja, freue mich nach oben, das hilft mir auch sehr. Und zeigt dieses Video eurer lokalen Meerjungfrau. Ich war Adrian von Todgehört. Macht es gut. Auf Wiedersehen.